So, dieses Video werde ich dazwischen schieben irgendwo. Ganz, ganz aktuell für mich. Für euch vielleicht schon ein bisschen näher, aber dennoch immer noch cool, hoffe ich. Throne of Eldraine, die Collector Booster Edition. Das ist so eine Special Edition. Das Throne kommt auch noch. Das Throne of Eldraine habe ich auch ein normales Booster von. Aber das kommt erst ein bisschen später. Ja. Das hier ist die Collector's Booster Edition. Ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet. Das ist ganz, ganz neu für mich. Gott. Okay. Das lässt sich sehr schön öffnen. Ich habe auch keine Ahnung, was da drin ist. Ich habe mich null darüber informiert. Oh mein Gott, was ist das denn? Ein Schwein. Was ist das denn? Das ist doch kein Schwein. Doch, ist ein Schwein. Oh, ein Eberschweinchen. Wenn er stirbt, kriegt man einen Futon. Oh mein Gott, wie grausam. Oh mein Gott, es tut mir leid, aber das, guckt euch das mal an, das ist voll grausam. Es ist Foil. Oh, und es ist double-sided. Mit einem Food-Token. Wie geil, wenn das stirbt, kann man es einfach umdrehen in ein Food. Oh mein Gott, wie grausam. Wie grausam, aber cool. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Foil. Sind die alle voll? Tall as a Beanstalk. 4 Mana, verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt plus 3/+3 und wird Giant. Das hat zusätzlicher Effekt. Shining Armor, 2 Mana, Artefakt, Ausrüstung, Flash. Wenn das Spielfeld kommt, nimmt man einen Ritter und wird automatisch dann ausgerüstet. Und die Kreatur kriegt plus 2 plus 0 Wachsamkeit. Das wäre was für mein Urteil. Boah, dieses Foiling tötet mich gerade hart. Ich habe hier ja mehrere Lichtspots, wie ihr wisst. Oh Gott, es tötet mich gerade hart, dass ich das irgendwie nicht rauskriege. Seven Dwarfs, das ist ein komplett Vollbooster. 2 Mana, 2/2. Seven Dwarfs kriegt +1/+1 für jede Kreatur namens Seven Dwarfs, die man kontrolliert. Und man darf Seven Dwarfs, also 7 Zwerge im Deck haben. Wow. Was ist das denn für ein Name? Was ist das denn? Mantle of Tides. 1 Mana Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+2. Und immer wenn ihr eine zweite Karte in einem Zug zieht, kann man die an eine andere Kreatur ausrüsten für 3 Mana. Das ist ziemlich bad. Gucken wir mal weiter. Oh Gott. Roving Keep. 7 Mana, 5, 7. Verteidiger. Für 7 Mana kriegt ihr +2/+0. Und Trampel. Und es kann angreifen. Ist das wieder Roving Keep? Ist das wieder auch wieder so und sowas? Wenn ihr die Storys davon kennt, wenn das auch so, es sind ja so Märchen zum Teil dahinter. Ich weiß nicht, ob das ein Märchen ist. Wenn ihr das kennt, sagt ihr mir bitte Bescheid. Outmuscle. 4 Mana. Man legt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur und fightet dann eine andere Kreatur. Und wenn man mindestens 3 grüne Mana ausgeben hat, um das zu casten, wird die Kreatur unzerstörbar, was zumindest so ist, was auch nicht schlecht ist. Dieses Foiling, diese Punkte, die töten mich gerade. Youthful Knight. Oh Gott, der ist hier oben schon angeschlagen. Ätzend. 2 Mana, 2/1, Erstschlag. Das ist aber echt hübsch. Echt hübsch. Was haben wir? Edgeball Innkeeper. 2 Mana, 1/1. Immer wenn man ein Kreaturenspell spielt, der adventured war, zieht man eine Karte. Der ist ziemlich gut. Tatsächlich. Drown in the Loch. Da steht einfach Drown in the Loch. Drown in the Loch. 2 Mana, ein blaues, ein schwarzes. Oh, dieses Foiling. Ein blaues, ein schwarzes. Man sucht sich eins aus. Entweder kontert man einen Zauber. Neutralisiert einen Zauber. Das ist der deutsche Begriff. Ich habe immer noch Probleme mit deutschen Begriffen. Man neutralisiert einen Zauber, der Mana-Kosten gleich oder weniger der Anzahl der Karten in gegnerischen Friedhöfen hat. Oder man zerstört eine Kreatur mit diesem Ding. Das ist für Legacy extremst gut. Modern weiß ich noch nicht, aber für Legacy wird die Karte hundertprozentig gespielt und wird auf jeden Fall auch was sein. Und was haben wir hier? Ein Bone Crusher Giant. Ist der voll? Sekunde. Der ist nicht voll. Warum ist der jetzt nicht voll? Warum ist der jetzt nicht voll? Bone Crusher Giant, 3 Mana, 4, 3. Das Artwork ist natürlich, ich sehe es jetzt erst. Es ist nicht voll, aber dieses Geschnörkel, Heilige, sieht das geil aus. Ja. Giant mit Adventure, mit Stomp. Für 2 Mana Instant. Schaden kann nicht verhindert werden und fügt irgendeinem Ziel 2 Damage zu. Und dann kann man den für seinen normalen 3 Mana spielen. Und immer wenn der Zauber Ziel von einem Zauber wird, fügt er dem Beherrscher des Zaubers 2 Damage zu. Den finde ich gut. Es gibt ganz wenige Leute, die ihn gut finden. Ich finde den gut. Dann haben wir. Wie geil siehst du denn aus, bitte?
Ardenvale Tactician. Okay, 3 Mana, 2/3 fliegend Human. Und er hat eine Dizzy Swoop. Für 2 Mana kann man den adventuren, um 2 Kreaturen zu tappen. Merchant of the Vale. Okay, 3 Mana, 2/3. Man kann 3 Mana bezahlen, eine Handkarte abwerfen, eine Karte ziehen. Das ist, nee. Und man kann den adventuren für 1 Mana instant. Und man kann eine Karte abwerfen und eine neue Karte ziehen. Das ist okay, gerade für die Modern-Leute, die jetzt ja neulich, was heißt neulich, schon ein bisschen her, Face Looting gebannt bekommen haben. Vielleicht können die das benutzen. Nein, wahrscheinlich nicht. Taste of the Dead. 6 Mana, jeder Spieler opfert 3 Kreaturen und kriegt 3 Food-Token. Diese wunderschönen aus dem Schwein. 3 Food-Token, das ist nicht so geil, aber es ist eine Rare. Ist das unsere Rare gewesen? Oh, Gilded Goose! Oh mein Gott, das ist ein Full Art! 1 Mana 0/2 fliegend, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir ein Food-Token. Für 2 Mana tappen, kriegen wir ein Food-Token. Und für tappen, opfern, Food, man kriegt mal eine Liga-Farbe. Das ist ein Birds of Paradise, ein anderes, das ist cool. Und der ist Full Art, das ist cool. Und was haben wir noch? Oh mein Gott! Guckt euch mal, Heilige, ist das geil. Oh, danke nochmal, dass ich dieses Experience machen darf. Das Video ist nämlich gesponsert, mal wieder, wie die meisten anderen Videos auch. Aber das seht ihr ja im Abspann. Witch Vengeance, 3 Mana, Kreaturen von einem Kreaturentyp deiner Wahl kriegen -3/-3 bis zum Ende des Zugs. Heilige, sieht das geil aus. Uff, richtig hübsch und richtig coole Karten auch. Das Booster lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich. Ich finde das mega cool mit diesen Boostern. Ich glaube, ich werde mir noch einen holen. Ich habe dieses Kabel die ganze Zeit drin. Nein! Ich hoffe, das stört nicht. Also mich stört es nicht. Mir ist es gerade egal. Ich freue mich gerade über das Booster. Es tut mir leid. Ja, wir sehen uns. Bis dahin. Euer Lexed. Ciao, ciao.